Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Ich habe gerade alle an ihre Position gepackt und die richtigen Sachen ausgerüstet. Zack. Und heute läuft es mit dem Strom wieder ganz gut, weil ganz viele hier drinne sind. Doch sehen wir heute erstmal, wie es aussieht, wenn wir die erste Hälfte rausschicken, was dann passiert. Es kann alles Mögliche passieren, Freunde. Also, zuallererst mal haben wir hier an der ersten Stelle Mike, Le Urlauber Mike, du gehst mal dahin. Du wirst heute nämlich fliegen, du warst jetzt ziemlich lange, ich glaube mindestens 3 Monate im Urlaub. Das heißt für dich, auf Wiedersehen. Das ist doch entschieden zu viel. Als nächstes haben wir den David Terra. David Terra, mein Freund. Wieso bist du da drin? Hab ich das verkackt? Habe ich mal einen anderen dahin geschickt, aus Versehen? David Terra. Die 18. Ja. Naja, gut. David Terra, du hattest eine Militärbekleidung S3 an. Wollen wir sie richtig machen, ne? Wenn schon, dann richtig. S3. Du gehst nämlich auch da ins Radiostudio. Beide werden nach neuen Leuten suchen, die sie ersetzen werden. Weil nicht mitspielen heißt rausfliegen. Für alle, die mitmachen wollen. Ihr müsst auch mitmachen, das Ganze basiert quasi auf Discord und YouTube, das heißt, ihr guckt euch das Video an und ihr handelt dementsprechend, was ihr quasi in eurem Inventar habt. Alles auf Discord verlinkt, alles in der Beschreibung verlinkt, einfach draufdrücken, mitspielen, Spaß haben. Wir haben verschiedene Charaktere frei, hier sind ganz viele. Wir haben hier zum einen die Nummer, cool, hier keiner frei. Die Nummer 3 ist frei, die 31 ist frei und die 25 ist frei. Zudem werden heute wieder 2 neue dabei sein, die ihr nehmen könnt. Da arbeiten die beiden Jungs schon dran. Ach wie, wieso ist da nur einer drin? Wo ist denn der andere? Ach, der kommt noch hochgelaufen. Ach, jetzt weiß ich, wen ich verwechselt habe. Wo ist er denn? Kommt er jetzt langsam angerannt? Ist er das? Nein, das ist Boris Cat. Aber auch für dich, Boris Cat, denk dran. Wenn du nicht mehr spielst, fliegst du wieder. Ach, der versteckt sich da hinten. Na, ah, gut. Hat es andere ausgemacht? Oh, ich hab's ausgemacht. Gut. Im Laufe der Zeit werden sie Ersatz finden, deswegen stehen sie da. Und heute gibt's wieder Stimpacks. Frage ist, ob es nächste Woche wieder welche gibt. Wir gucken zuerst dran, wer ist dran mit rausgehen. Ehrengöttis und Terraboy waren letzte Woche dran, das heißt Awesome Vlogger. Du gehst da vor die Tür und zudem haben wir Baxi. Baxi geht auch da vor die Tür. Ihr kriegt natürlich andere Sachen noch. Zudem hier die Bruderschaft kriegt nur noch 20 Stimpacks. Müsste sein 20, wenn ich richtig gerechnet habe. Ihr braucht 3 Minuten. Nach einer halben Stunde habt ihr 10, ja 20 Stimpacks. 20 Stimpacks nur noch, weil Baxi ja nicht mehr mit drin ist. So Baxi, du trägst, ich pack mal das für deine Quest rein. Und zwar deine T45D-Rüstung. T45D. Und Awesome Vloggerin, du... Ach, du bist im Urlaub. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Dann gucken wir mal. Dann ist Aiden dran. Aiden mit seinem neuen Hündchen. Geh da mal hin, Aiden. Die Nummer 13. Du bekommst eine robuste Lederrüstung. Ja, so, beide sind an der Tür angekommen und wir fangen auch direkt schon an, mich loszuschicken. Ja, ich benutze damit dich. Wobei, ich muss mich erstmal selber voll heilen. Wir sind alle noch ein bisschen geschädigt von letzter Woche. So, vielleicht sollte ich erstmal nachgucken, wer denn alles rausgeht. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Leute. Das heißt, wir fangen an mit 5 Leuten. Wir machen 2er Schichten. 5 Leute gehen am Anfang raus. Da bin zum einen ich. Ich kriege natürlich meine schicke, förmliche Kleidung. Mit S. Schicke, förmliche Kleidung. Wo haben wir die? Da. So. Ich gehe raus mit... Was habe ich denn am Start? Habe ich vergessen zu... Oh, ich glaube, ich habe vergessen, Right Away zu kaufen, ne? Gut, 25. Ich habe Right Away vergessen. Muss ich daran denken, das zu kaufen. Jetzt gehe ich ohne raus. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, ja, kann man nichts machen. Natürlich. Gehen wir kurz darüber. Der Mr. Handy von Kill 1414 verabschiedet sich gleich, wenn Kill 1414 das nicht schnell regelt. Ja, hast du nochmal Glück gehabt. Hast du nochmal Glück gehabt. Aber lange überlebt er da unten nicht mehr. So, jetzt müssen die beiden das nur noch in den Griff kriegen. Und dann haben wir es. Jahre später. So, okay. Als nächstes geht raus. Deadline. So, Deadline. Du gehst raus mit deiner T45A. Und dein Bleiregen. Und deinem Schadensresistenz Papagei. Gut, alles richtig. Du kriegst. Du bist Team 3. Gucken wir mal auf Team 3. Ja, Team 3 hat mehr als genug. Ne? 25. 15. Zack. So, also ich habe vergessen, Deadline zum Training zu schicken. Serana, du gehst aber nochmal zum Training und zwar zu Glück. So. Bevor du rausgehst, Deadline, wir schicken dich auch gleich noch raus, keine Sorge. Vorher würde ich gerne die Stimpacks und die Redaway verbrauchen, damit wir quasi keinen Verlust machen. Cool. Einfach cool. Ich würde sagen, wir schicken einfach mal Silot. Auch zum Glück trainieren. So, jetzt. Silot, du trainierst unten Glück. So, das zu euch. Der Rest kommt später, wenn ich mich daran erinnere. Ist ja jedes Mal irgendwie dasselbe. Naja. Da kommt Serana. Die müssen wir warten. Ja, hi. So. So. Da hast du dein Glück, Serana. Wir schicken dich raus. Ich gucke auf das Inventar und sehe bei Serana Team 3, das ist in Ordnung, 25, 15 für dich. Zudem kriegst du dein Ödland-Chirurg. Wo haben wir ihn? Ne, ich bin noch gar nicht dran vorbei. Da war es doch. Ödland-Chirurg. So, und dann gehst du raus. So, dann schicken wir nämlich Deadline kurz raus, rein. Verdammt, jetzt habe ich es eingesammelt. Deadline wollte nämlich Ausdauer trainieren. Deadline Ausdauertraining. So. Aiden und Baxi sind hier drin, perfekt. Strom haben wir wieder geregelt, bisher. Das ist ganz gut. Mal gucken, wie es weiterläuft. Wer läuft denn da noch durch die Gegend? Boris Cat, das ist in Ordnung. Hardcore Luca ist auch in Ordnung. Die haben nämlich alle keinen Job, genauso wie du hier.
Also Togenes, Boris Cat und Hardcore Luca, denkt daran, euch einen Job zu suchen, damit ihr für die Vault, weiß nicht, einen Sinn habt. Dass euch nicht alle hassen, dass wir untergehen. Gut, hier haben wir den. Damit haben wir bei dir auch Glück trainiert, Silord. Ich werde dich ganz kurz heilen und dann wirst du auch rausgehen. Und zwar mit deinem Horror-Fan-Outfit. Und mit 25,15. So, das dazu. Dann kommen wir zu Deadline. So, du hast auch trainiert. Und somit kannst du auch rausgehen. Mit, also jetzt hast du wieder Leben verloren. So, wir müssen ja fair sein. So, zack, mit 25,15. Wie viele Leute haben wir jetzt draußen? 1, 2, 3, 4. Hardcore Luca ist als nächstes dran. Der hat sowieso nicht so viel anscheinend. Da reicht es, wenn wir kurz mal eine Stunde vorspulen. So. Wo läufst du denn durch die Gegend? Da ist er ja. Hardcore Luca, du gehst raus mit 8 und 5. Obwohl du mehr als genug Geld hast. Solltest du dir mal überlegen. Gut. Und er geht raus. Somit haben wir 5 Leute draußen. Wir warten jetzt nämlich, bis jemand im Ödland was gefunden hat. Aber vorher haben wir eine neue Person. Und die erste Person, die fliegt, ist, sagen wir Mike. Mike, unser Riesen. Und damit ist die 19 frei zum Bewerben. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, bewerbt euch für die 19 in die Kommentare plus Name. Es ist wichtig, dass ihr euch entscheidet für einen Charakter. Ihr müsst euch für einen Charakter entscheiden, für die, die ich euch gezeigt habe. Und dann kommt ihr rein, ladet euch Discord runter auf dem Handy oder nutzt es auf dem Browser. Alles ist möglich. Ihr habt wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Video zu gucken, habt ihr auch die Möglichkeit, Discord zu haben. Es ist völlig kostenfrei, ihr könnt mit allen reden, ihr könnt mit allen schreiben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Regeln sind auch auf Discord quasi niedergeschrieben, einfach durchlesen, dann wisst ihr ganz genau, was ihr mit eurem Charakter machen könnt. Und dann spielt ihr einfach mit. Es ist einfach, es ist wie ein Browser-Game. Nur, dass ihr weniger zu tun habt, außer ein Video zu gucken, wo ihr dann seht, was ihr macht. Denkt drüber nach. Naja. Ich würde sagen, wir fangen nun an, das Wartespiel zu spielen. Und währenddessen gucke ich einmal kurz in die Vault-Immobilien. Deadline haben wir durch. Serana haben wir durch. Silord haben wir durch. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn jemand was im Ödland was gefunden hat. So, Leute. Ich habe 20 Minuten gewartet, keiner hat was gefunden. Ich fange jetzt an vorzuspulen. So. So, alle sind zurückgekehrt und wir können uns angucken, was ihr so Schönes gefunden habt. Zum einen haben wir mich, Mr. Zero, mit normalen Gegenständen von 500 verkaufen. Ich habe ziemlich viel Müll gefunden. Oh. Ja. Und das war's auch schon. 512. Serana, du hast 480 gefunden. Auch ziemlich viel. Mist. Serana, suchst du was Spezielles? Serana sucht Golduhr. Haben wir hier, glaube ich, nicht im
Inventar von dir, oder? Nee. Schade. 762. Und damit sammeln wir die ein. Sealord. Gegenstände für 540 verkaufen. Sealord, du suchst gar nichts. Wir gucken mal an, was du hier so Schönes hast. Ein Gaussgewehr. Ich werde das Gaussgewehr mal in dein Inventar packen. Der Rest ist eher so lala. 966. Und damit sammeln wir dich ein. Deadline. Mehr kann ich nicht tragen. Am besten kehre ich zurück. Deadline sucht Mikroskope, Platinen und Giddies. Ein Giddy hast du. Wir kaufen erstmal den Malgegenstand für 840. Und das Spiel ist abgekackt. So, nochmal von vorne. du hast so einiges gefunden. Du suchst nur Platinen, Giddies und Mikroskope. Das kriegst du alles, wenn du willst. Ui, Horrorfan-Outfit, ja. Soldatenuniform ist jetzt nicht so prickelnd. Rostiges Plasmagewehr kriegst du mit. Ein Giri. Und das war ich. Nö. 2362. Und damit sammeln wir nicht ein. Hardcore Luca mit 330. Hardcore Luca sucht nichts Spezielles. Wir gucken mal. Ja, ziemlich viel Müll. Sonst nichts dabei. 508. Und damit sammeln wir dich ein. Ja, das dazu. Wir geben den Leuten natürlich ihre Position da zurück, wo sie stehen müssen. Wo bin ich jetzt? Bin ich gerade runtergelaufen? Was habe ich eigentlich für eine Katze? Schadensresistenz. So, verbesserter Laubbohrkittel für mich. Zack. Dann haben wir Deadline. Deadline arbeitet im Kraftwerk mit S5. Nee, das ist ein neckerscher Schlafanzug. Das ist nicht Offiziersbekleidung. So. Geh mal dahin. Dann haben wir Serana mit ihrem Swing dein Ding-Kleid. So, dann haben wir Sealord im Wasserkraftwerk mit einem schweren Voltanzug. Boom. Und Hardcore Luca ist ein Penner. Sehr schön. Das sollte jetzt keine Beleidigung sein, sondern du hast wirklich keinen Job, deswegen. Nicht übel nehmen. So, und wir haben einen neuen Ersatz gefunden, und zwar Christina Handy. Ja, Mann für Mann, Frau für Frau, perfekt. So, die 18, ihr könnt euch nun auch für die 18 bewerben. Einfach Name plus Nummer und ihr könnt mitmachen. Denkt dran mitzumachen, sonst fliegt ihr raus wie der gute David Terra. So, und du gehst damit raus. Sehr schön. Als nächstes kommt raus Muffin. Muffin, ich guck mal ganz kurz in die Vault-Immobilien. Wir haben Hassan, XX, Julian und Unknown. Okay. 5 Leute gehen heute noch raus. Da haben wir Muffino. So, du gehst raus, Muffin. Muffin geht raus mit 25,15. Dann haben wir Terraboy. Terraboy Team 1. Oh, Team 1 hat keine Stimpacks mehr. Das heißt, wir nehmen die, die du hast. So, Muffin. Nein, Terraboy. Terraboy hat zum Glück noch vorgesorgt für sich alleine. Zack. 25. Redaway habt ihr auch so in eurer Teamkasse. Wie ihr das regelt, das ist mir egal. Und dann kommen wir zu Ehrengardist.
Stand er nicht hier oben gerade? Ne, das war Baxi. Ich verwechsel die beiden ständig. Irengardist, du gehst raus. Mit deiner T41F. Und gut. Dann haben wir das. Ehrengardes Team 1, du hast auch noch genug Stimpacks. 25, 15. So, dann geht raus. Awesome Vloggerin ist im Urlaub. Baxi ist an der Tür. Julian. Julian, Glück wolltest du trainieren. Dann darfst du das natürlich auch. Gehen wir Glück trainieren, solange schicken wir den nächsten raus. Einen können wir noch. Und das wäre Mr. Grün. Mr. Grün, die 15. Team 3 hat genug Stimpacks, deswegen kannst du rausgehen. Mr. Grün, 25 und 15. Du trägst eine schicke, förmliche Kleidung. Ich jetzt drauf vorbei? Nein. Schicke, förmliche Kleidung. So. Und damit gehst du raus. So, Julian braucht noch einen Augenblick. Da können wir auch so lange vorspulen. Oh. Stimmt, wenn Julian nicht hier ist, dauert es ein bisschen länger. Ah, die 8 Sekunden können wir noch warten. Dann haben wir aber noch lange nicht 25, ne? Nö. So. Dann spulen wir halt nochmal eine Stunde vor. Und 2 Minuten. Was, das reicht nicht? Nochmal 2 Minuten. 1, 2, so. Yay. Gut. Julian, du wolltest Glück trainieren. Spielhalle, bist du da drin? Julian? Wie habe ich es geschafft, Julian rauszuschicken, anstatt Mr. Grün? Hä? 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 Ich hätte schwören können, ich habe auf Mr. Grün geklickt. Ich hätte schwören können. Hä? Das ist jetzt aber ein bisschen seltsam. Und du kriegst natürlich auch deinen Detektivmantel, ne? So. Mr. Grün, geht's dir gut? Wolltest du nicht raus? Ah. Da haben wir aber Glück, dass wir genau an dieser Grenze angekommen sind. So, 25, 15. Und schicke, förmliche Kleidung. Jetzt aber. So, Julian ist auch schon angekommen. Alles ist perfekt. Einfach perfekt. So. Dann gehen wir mit raus. 25, 15. Ah, jetzt geht das Wartespiel wieder los, Freunde. Ihr kennt es ja schon von gerade eben. Wir warten jetzt wieder exakt nur 20 Minuten, beziehungsweise bis jemand was gefunden hat. Oder 20 Minuten. Und mal gucken, vielleicht findet heute ja einfach niemand was. Da kann ich nichts dran ändern. Sind doch 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, perfekt. Weil wir haben jetzt nämlich auch keine Stimpacks mehr. Weil da unten niemand arbeitet. Na ja, gut, das war ja nochmal ganz gut mit 5, 5. Was soll's? Wartezeit. Wir kriegen Raider-Besuch. Moment, ich muss noch diesen Boss hier clearen. So. Gucken wir mal, ob wir es schaffen.
Aiden ist ja jetzt nicht gerade der Spitzenkämpfer. Dafür aber Baxi. Ich glaube, Baxi alleine haut sie weg. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Schöne ist, wir haben ja keine Stimpacks. Wir haben nur fünf. Oh, sechs Stimpacks. Wir haben sechs Stimpacks. Und Aiden, wenn die alle verbraucht sind und du umfällst, was ich aber nicht glaube, weil du hast Baxi an deiner Seite. Ah, so viel wirst du nicht schlucken. Keine Sorge, Baxi rettet dir gerade nochmal das Leben. Ist der aber Glück gehabt? Wäre da jetzt jemand anderes bei dir gewesen? Dann hättest du ein Problem. Ja, weiter warten. Das war close, Freunde. Das war close. Fast war es vorbei. Aber jemand hat was gefunden. Und zwar Julian. Eine Red Rocket Raststätte. War das so gewollt? Eliminiere den Raider-Anführer. Ja, gucken wir mal, ob sich das Warten gelohnt hat für dich. Frischfleisch, wie? Gut, mir wurde schon langweilig. Ja, ich denke mal, das ist gar kein Problem für den Julian. Der zackt sie alle weg. Na komm. Verlier nicht zu viel Leben, Julian. Verlier nicht zu viel Leben. Das ist nicht gut für dich. Ah, ein Stimpack weniger. Was soll's? Oh, die restlichen gehen jetzt nicht wieder. Der Boss ist nämlich tot. Zwei Schuss, Julian. Zwei Schuss. Ich bin ein bisschen beleidigt von deinem Können. Das hätte besser ausgehen können. Ich hoffe, dieses Pfeifen hört man nicht. Ich muss das gleich mal gucken. Ansonsten kann ich, wenn es zu wenig ist, vielleicht doch aufnehmen. So, easy going. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, ich fange an vorzuspulen. Das war nicht gut. Nichts Gutes bekommen. Ah, ich meine, Kackpratzen, nee, der ist ja irgendwo schon gut, aber... Nicht das Nonplusultra. Naja. Schließe 4 Quests im Mödland ab. Nice. So, alle sind zurückgekehrt. Wir gucken uns das Ganze mal genauer an. Wir haben hier Muffin HD. Der HD-Liga Muffin mit 490 Kronkorken. Ein Gauss-Gewehr ist schon nicht schlecht. Das behältste Mal. Obwohl, wir gucken erstmal. Muffin. Wie viel Platz hast du denn noch? 8. Nummer 8. Genug. Okay, du suchst nichts. Flammenwerfer kannst du auch behalten. Ja, ich würde sagen, die zwei Dinge. 464. Damit sammeln wir dich ein. Mr. Grün. 520 kriegst du. Mr. Grün, suchst du was Spezielles? Nummer 15. Mr. Grün sucht Mikroskope, Platinen und Kiddies. Mikroskop hast du, gebe ich dir. So, ein Mikroskop für dich. 564. Damit sammeln wir dich ein, Mr. Grün. Terraboy, 840 Kronkorken, Terraboy Nummer 09. Du suchst Mikroskope, Platinen und Giddies. Terraboy, einen Platz hast du frei. Du hättest zwei Platz frei, hättest du mir den Megatron verkauft. Aber du bist ja nicht so nett. Hier kriegst du ein Mikroskop. Du suchst ja Mikroskope, von daher ist ja alles in Ordnung. So. Ansonsten nichts Cooles dabei, glaube ich. Nö. 1264. Und damit sammeln wir dich ein. Julian, 860. Julian, du bist Nummer 14. Du suchst gar nichts. Du hast drei Plätze frei.
Wir gucken uns das Ganze mal an und ich gebe dir die goldenen Sachen. Ich denke, das klingt fair. Ja, variieren wir das Ganze mal ein bisschen. Du kriegst einen Laborglaskolben, eine Golduhr und eine Flagge. 1914. Und damit sammeln wir dich ein. Ehrengard ist 1050 für deinen Schrott. Ehrengard ist, wie sieht's bei dir aus? Du bist voll. Gucken wir mal, was du verloren hast. Oh, viele goldene Sachen. Ein Giddy. Zwei Platinen. Drei Platinen. Ein Giddy und drei Platinen. 3218. Und damit sammeln wir dich Orden. Boom. Gut, Freunde. Das soll es für heute gewesen sein. Wir öffnen natürlich unsere Lunchbox für diesen Tag und gucken, was sich da drinnen befindet. Energy. Kronkorken. Ein Geisterkostüm auf dem Marktplatz. Und eine dreieckige gefaltete Flagge auf dem Marktplatz. Und 500 Kronkorken. Gut. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen zu der nächsten Folge wieder. Wenn ihr euch bewerben wollt, unten in die Kommentare. Haut rein, euer Zero. Tschüss.